Ich wette, ihr kennt alle das Problem, dass ihr vor eurem Kleiderschrank steht und einfach zur Hölle nicht wisst, was ihr anziehen sollt. Und dafür habe ich heute 4 SOS-Tipps für euch, was ihr anziehen könnt, wenn ihr nichts zum Anziehen habt, in der Winteredition. Ich gebe schon mal direkt vorneweg zu, mein Kleiderschrank quillt aktuell extrem über. Wir werden uns Ende der Woche noch um das Thema kümmern. Da also unbedingt den Kanal schon mal abonnieren. Ihr werdet jetzt ganz, ganz viel auch zum Thema Kleiderschrank und ganz generell halt Tipps finden, wie ihr schneller und einfacher Outfits zusammenstellen könnt. Das kommt also am Freitag, das erste Update. Der erste Tipp wird wahrscheinlich nicht viele von euch überraschen und der heißt Basics, Basics, Basics und zwar gute Basics. Ihr müsst auf jeden Fall so ein paar Dinge im Kleiderschrank haben, auf die ihr euch einfach immer zu 100% verlassen könnt. Meiner persönlichen Meinung nach ist das eine gute Jeans, ein gutes Shirt oder ein sehr hochwertiger Pullover, jetzt vielleicht für die Winteredition, eine schöne Jacke, ein guter Mantel, wie auch immer, ein paar tolle Boots und dann natürlich noch weitere Accessoires. Aber starten wir erstmal mit dem Basislook. Habt ihr erstmal die richtige Jeansform und Größe für euch gefunden, solltet ihr auf jeden Fall hingehen und in ein etwas hochpreisigeres Modell investieren, weil die Jeans dann einfach lange hält, immer gut sitzt und sich nicht verwäscht oder schnell kaputt geht etc. pp. Ich habe dafür unter anderem die Marke Levi's entdeckt. Ich mag die Jeans wahnsinnig gerne. Ich finde Preis-Leistungs-Verhältnis vollkommen gut und habe hier heute die Shaping Skinny Jeans gepickt. Es ist eher so eine mittlere Waschung, die auf alles Mögliche passt. Die passt genauso gut im Winter wie im Frühjahr, Sommer oder Herbst. Man kann die toll kombinieren mit allen möglichen Farben oder aber auch gedeckteren Tönen. Ich habe die jetzt heute kombiniert mit einem hochwertigen klassischen Pullover und habe da mein Modell von Halara gegriffen. Das ist ein 100% Kaschmir-Pullover, weil generell auch natürlich hochwertigere Materialien auf jeden Fall in einem Basic-Look schon mal mehr hermachen, wie wenn man jetzt halt einen abgegrabbelten 5-Euro-Pulli hätte. So kombiniert ist der Look vielleicht erstmal so ein bisschen so, ja, ist ganz okay, aber da fehlt mir noch das Zbäm, ne? Ihr seid ja hier auf meinem Kanal, also machen wir jetzt mal ein bisschen Bäm da drauf. Ich persönlich habe ja gar keine Angst vor Farbe, deswegen habe ich jetzt hier zu einem roten Trenchcoat gegriffen. Ich finde nämlich gerade auch so einen Look, der halt so eher schlichtere Farben hat und Ton in Ton ist, beispielsweise, kommt halt so ein richtiger Pop of Color, so ein kleiner Farbkick einfach mega, mega gut und wertet den gesamten Look halt einfach schon mal direkt auf. Dazu gegriffen habe ich dann hier nochmal ein hübsches Mützchen, ein sogenanntes Beret und schlichte Boots, ein schlichter Gürtel dazu, den man auch gerne sehen darf. Und um den Look noch zu vervollständigen, habe ich zu einer passenden Tasche gegriffen, die wieder eher so im beige-neutralton liegt, aber einen wunderschönen Strap hat. Wir kommen später noch zum Thema Details und dazu, wenn ihr dann noch möchtet, einen gemusterten Schal. Ihr könntet natürlich auch einen Unifarben nehmen, wenn euch der Look jetzt zu bunt wird, aber ich glaube, ihr versteht, wohin die Reise geht. Gutes Basic-Outfit mit hochwertigen Teilen, hochwertiger Jeans, hochwertiger Pulli, Schuhe, Gürtel etc. und dann dazu einfach kombiniert in den Accessoires und in der Jacke oben drüber halt noch mal so ein bisschen Farbkick. Tipp Nummer 2 ist, sich permanent frische Inspiration zu holen. Da könnt ihr natürlich als allererstes, ganz heißer Tipp von mir, diesen Kanal abonnieren. Da bekommt ihr auf jeden Fall immer sehr frische Inspiration. Und ich glaube, ich habe schon der ein oder anderen von euch geholfen, den Kleiderschrank und die Garderobe mal komplett zu überdenken und sich mal an was Neues ranzuwagen. Also unbedingt ein Abo dalassen. Aber das gilt natürlich nicht für mich. Ihr könnt euch einfach eure Lieblings-Styling-YouTuber, Instagrammer, TikToker, wo auch immer ihr am liebsten unterwegs seid, rausgucken und denen natürlich folgen für Inspiration. Für mich persönlich ist auch immer wieder Pinterest eine tolle Anlaufstelle, wo ich mir auch wahnsinnig gerne zu Modetrends oder Street-Styles einfach aktuelle Bildwelten anschaue, weil ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich mag das einfach, wenn ich das so direkt vor mir sehe. Auch ein super wichtiger Tipp, den ich auch früher und auch heutzutage immer noch sehr, sehr gerne beherzige, ist, macht im Alltag die Augen auf. Ihr werdet euch wundern, wie oft ihr wirklich ein super gutes Outfit bei einer Kollegin oder einem Kollegen seht oder einfach so auf der Straße, random in der Straßenbahn oder im Zug, wo auch immer. Also ich finde persönlich, es gibt immer wieder tolle Hingucker, wo ich mir denke, so yes, das sticht hervor, das gefällt mir, genau so einen Look wollte ich schon die ganze Zeit mal kombinieren.
Und wer es lieber oldschool mag, der kann natürlich hingehen und sich aus den liebsten Modemagazinen einfach die Seiten rausreißen, Collagen zusammenstellen, die entweder dann halt im Kleiderschrank aufhängen, zum Beispiel an der Innenseite, dann sieht das Ganze auch nicht so wild aus, aber ihr könntet euch zum Beispiel so eine Wochencollage zusammenstellen oder aber dann halt auch einfach sonst irgendwo an eine Pinnwand hängen. Trick Nummer 3 habe ich so im Netz gefunden und das ist der Das-springt-mich-an-Trick. Den habe ich jetzt heute mal mit euch gemacht. Und zwar stellt ihr euch einfach wirklich erstmal so kopfleer, ich habe keine Ahnung, was ziehe ich an heute. So stellt ihr euch vor den Kleiderschrank, also kurz vorm Mental Breakdown eigentlich. Und dann macht ihr den auf und dann nehmt ihr das erste Teil, das euch ins Auge springt. Und ich wette mit euch, das wird auf jeden Fall ein Lieblingsteil sein. Also war zumindest auf jeden Fall bei mir der Fall. Ich habe jetzt hier zu einem gemusterten Cardigan gegriffen, den ich im letzten Herbst unfassbar gerne getragen habe und hatte den bisher im Winter noch nicht an. Und dann nehmt ihr euch dieses Kleidungsstück und stylt da drumherum einen passenden Look. Und ich wette mit euch, ihr werdet da auch schnell fertig werden, weil in der Regel, wenn euer Kleiderschrank gut sortiert ist, das setzen wir jetzt an der Stelle mal voraus, dann wisst ihr schon genau, wie ihr dieses Teil am allerliebsten kombiniert. In meinem Fall des sehr stark gemusterten Cardigans, das ist natürlich schon mal ein Statement-Piece, halt an für sich, gehe ich hin und kombiniere das im Prinzip mit schlichteren Basic-Teilen, da sind wir wieder bei Tipp 1, aus der gleichen Farbfamilie. Ich habe jetzt ein braunes Strickkleid gewählt, schlichte Strumpfhose, ein paar schöne Stiefel drauf, das Beret nochmal an und so weiter. Das ist dann im Prinzip super schnell zusammengeworfen, einfach ein toller Look und ich bin ja sowieso, ne, habt ihr schon vielleicht gemerkt und auch generell gemerkt, wer schon länger zuschaut. Mensch, ich habe gerne halt auffälligere Teile und dazu dann gute Basics. So habe ich immer einen Look, der halt auch aufregend aussieht. Tipp Nummer 4 und der letzte Tipp betrifft Accessoires und Details. Accessoires sind natürlich sowieso immer der absolute Renner, um einen Basic-Standard-Look aufzuwerten. Wenn ihr sagt, bei mir sieht Jeans-T-Shirt aber auch einfach immer nur nach Jeans-T-Shirt aus, dann fehlt euch vielleicht etwas. Denkt an einen schönen Gürtel, der sich vielleicht auch ein bisschen absetzt oder aber Ton in Ton ist. Denkt an auffälligere Schuhe, da könnt ihr euch mal rantrauen und auch mal etwas nehmen, was vielleicht ein bisschen anderes Material hat. Oder aber auch natürlich, was Hüte, Schals, Handtaschen anbelangt, da mal das ein oder andere tatsächlich in der Garderobe zu haben, wo ihr sagt, das finde ich sehr interessant, das ist vielleicht nicht etwas, wo ich immer direkt zu greifen würde und nicht in meine standardschwarze Handtasche, aber wenn ich es da und da und dazu kombiniere, sieht es einfach toll aus. Schmuck kann natürlich genauso ein Hingucker sein, ich bin heute eher schlicht geblieben, aber wer von euch Schmuck wahnsinnig gerne mag, ihr könnt natürlich auch mit schönen Ketten oder großen Ohrringen immer direkt im Detail ein tolles Statement setzen. Und im Falle meines Strickkleides hier, das ist eigentlich ein schlichtes Basic-Teil, aber ihr könnt natürlich beim Einkaufen solcher Teile, wenn ihr das in einer recht schlichten Farbe, so wie diesem Taupe hier anschafft, auf die Schnittweise achten. Das heißt einfach, statt das fünfte super schlichte Strickkleid zu kaufen, könnt ihr einfach hingehen und euch mal an etwas ranwagen, was ein bisschen interessanter fürs Auge ist. Wir haben hier zum einen schöne Schnittform der Ärmel, die halt so ein bisschen weiter sind. Wir haben einen tiefen Ausschnitt, genauso auch einen tiefen Rückenausschnitt und natürlich auch nochmal halt ein Gürtelchen. Also einfach Teile, die schon für sich alleine gesprochen super interessant fürs Auge sind, anstatt nur so dieser Standard-Basic-Schnitt. Dann braucht ihr bei so einem Kleidungsstück eigentlich gar nicht mehr viel machen, weil das für sich spricht. Und ihr seid mit einem einzigen Kleidungsstück perfekt angezogen. Mir persönlich wäre das ja dann immer noch ein bisschen zu wenig und deswegen werfe ich da einen gemusterten Mantel drauf, der halt auch so schön in die Farbfamilie sich eingliedert. Ich finde, wie gesagt, solche Statement-Pieces halt gerade, wenn es auch an die Jacken und Mäntel geht, einfach immer super toll und eine sehr gute Hilfe im Kleiderschrank, wenn man dann nicht so also das Gefühl hat, ja, ich laufe ja eh nur in einer schwarzen, dunklen, grauen oder was auch immer Jacke rum. Meine Hübschen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war ein hilfreicher Tipp für euch dabei. Schreibt mir doch mal wahnsinnig gerne in die Kommentare, ob ihr diese Situation kennt und wie ihr damit umgeht. Tipps gegenseitig in der Community sind immer super, super hilfreich, auch für alle anderen. Also da nicht vergessen, Abo dalassen. Dann findet ihr hier nämlich
natürlich auch von den anderen, hauptsächlich Ladies, die hier zuschauen, immer wieder viele tolle Inspirationen und Modetipps. Also da auch nochmal Dankeschön an euch. Und wenn ihr noch mehr solcher Basic-Tipps sehen möchtet für das Frühjahr, Sommer und den Herbst vielleicht, lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da, dann weiß ich Bescheid und binde das dann einmal im Quartal für die Saison aktuell ein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.